Ahoi, ihr Lieben! So würde euch immer der Schiffstester Matthias Mohr begrüßen und ich mache es jetzt einfach auch. Wenn ihr mal mehr zu Matthias sehen wollt, der geht auf seinen Kanal Schiffstester, lohnt sich auf jeden Fall. So viel zum Anfang zur Werbung schon. Wo sind wir diesmal drinne? In einem Fahrzeug wieder von Pössl und zwar der Roadcamp Air und den stellt euch Stefan jetzt einfach mal vor. Wir sind im Roadcamper oder beziehungsweise im Roadcamp R hier angekommen. Und hier ist schon wieder die Fliege, die mich hier nervt, aber ist nicht schlimm. So, zu dem Thema, das bekannte Cockpit, das wollte ich eben sagen, aus Fiat und Citroën und so weiter, wo man das auch überall herkennt. Dann haben wir hier oben ein Staufach. Wir haben hier wieder die Anbindung für den Beifahrer, also alles kein Problem. Das ist natürlich etwas schwierig, wenn man das mit einer Hand macht. Das ist ja auch so eigentlich gar nicht gedacht. Dann haben wir über der Dinette haben wir ein großes Staufach, auch denke ich altbekannt und sehr gut gemacht. Der Marcel, der ist gut, der macht das einfach mal. Der zeigt euch kurz die Anbindung für den Beifahrer dementsprechend. Dann haben wir hier das bekannte Fach unterhalb der Sitzbank, das ist ganz wieder robust gebaut. Dann das Staufach natürlich unterhalb, darf man auch nicht vergessen. Und wie ich sehe, wir haben dort hinten eine Steckdose und zwar mit 230 Volt. Dort kann man dementsprechend noch was laden. Dann kommen wir hier mal zur Küche, was ich ganz nett finde, hier unten einen Einkaufsbeutel, der ist dann dementsprechend auch hier angeklipst mit so einem Nupsis, sage ich mal, das Ganze magnetisch und so kann man das ganz gut natürlich schnell mal mit zum Einkaufen mitnehmen und dann einklippen, um diese ganzen Sachen dann zu verräumen. Natürlich das bekannte Brett hier mit der Kunststoffhalterung, dass das Brett auch nicht wieder gleich nach unten schnellt. Dann haben wir von Dometics einen Zweiflammenkocher mit Piezozündung. Wir haben hier Schubladen. Einmal sind recht klein, muss man sagen. Aber diese sind natürlich hier und man hat noch andere Staufächer. Also das geht natürlich auch ganz gut. So, dann ganz unten noch ein tiefes Staufach für diverse Sachen. Dann haben wir noch eine größere Schublade. Vielleicht kommt da auch das Besteck rein, also je nachdem, wie man sich das baut. Das muss man sich ja selber dann dafür überlegen. Ein etwas kleinerer Kühlschrank haben wir hier. Da ist das Ganze mit einem Eisfach. Das ist ein Kompressor-Kühlschrank von Dometic. Und zur linken Seite haben wir hier noch ein tiefes Fach. Dort haben wir auch einen kleinen Kleiderhaken drin, also ein Kleiderbügel sozusagen, um dort vielleicht doch noch mal ein paar Hemden aufzuhängen. Viele passen natürlich nicht rein, aber vielleicht reicht es ja auch. Eine Ablagefläche hier drunter und hier drüber natürlich noch das Staufach, um diverse Sachen noch für die Küche wegzupacken. Ja, was ist denn eigentlich hier so besonders in diesem Fahrzeug? Ich glaube, man sieht es schon relativ gut. Man hat hier ein Raumbad. Also, finde ich ganz witzig. Das ist natürlich immer Geschmackssache. Nicht jeder mag so ein Raumbad. Und wo geht mein Blick natürlich auch immer hin? Wie sieht denn das eigentlich mit den Abflüssen aus? Gut gelöst. Vorne links, vorne rechts sind zwei Abflüsse. Also das heißt, hier sollte das Wasser dementsprechend auch recht gut ablaufen. Ja, jetzt müssen wir natürlich einmal die Toilette suchen, würde ich sagen. Das heißt, oh, sehr, sehr leichtgängig. Sehr schön gelöst. Wir haben hier ein Staufach im Toilettenbereich für diverse Sachen wie zum Beispiel auch Duschgel und Co. Dann die Toilette, die hier ist im Prinzip ja als Standardvariante. Dann haben wir hier unten links noch für vielleicht Reinigungsmittel noch eine Ablage, je nachdem was man dort reinlegen will. Und natürlich kommt hier noch das Waschbecken dazu. Ich finde, das macht alles einen ziemlich guten Eindruck, weil das dieses Kunststoff mit diesem, ich sag mal, ja, Anthrazit oder beziehungsweise schwarzen
Silber oder so ein, ja, wie soll ich sagen? Es sind so halt ein paar Silberteile mit drin, wie eine Metallic-Lackierung. Und das läuft dann dementsprechend hier in die Seite ab und kann dann dort in einer Ablaufrinne auch ablaufen. Duschbrause ist gleichzeitig hier auch der Wasserhahn für das Waschbecken. Und ja, um diese Dusche dann dementsprechend zu nutzen, muss man natürlich die andere Seite auch zumachen. Und wie man jetzt hier auch schon sehen kann, es wird recht dunkel hier. Oder halt, wenn man es zur anderen Seite macht, wird es auch wieder recht hell. Apropos Raumbad, die Küche ist natürlich, wenn dieses Raumbad hier geschlossen ist, etwas schwieriger, ja, hinzukommen. Man kommt schon hin, aber die Schubladen gehen natürlich dann in dem Fall nicht mehr. Ja, was wir natürlich hier noch in der Küche haben, ist das Waschbecken mit einem Schneidebrett. Ich finde das richtig gut, weil die Hersteller, das könnten sie ruhig öfter machen, dass sie gucken, dass sie da noch ein Schneidebrett reinkriegen. Weil eine Abdeckung haben fast alle, zumindest in den Fahrzeugen, wo es so eine Abdeckung gibt. Wenn es eine Glasplatte ist oder so, dann ist das natürlich was anderes. Ja, dadurch, dass wir in einem kleinen Fahrzeug sind, muss man auch sagen, haben wir dementsprechend ein etwas, ja, weniger Platz oder ein bisschen weniger Platz nach hinten, ist ja logisch. Wir haben hier zwei Staufächer, die da dementsprechend ja, für Klamotten und so weiter vorgesehen sind. Und ein Bett, was natürlich ein Längsbett ist und dementsprechend auch nicht ganz so groß. Auch ich liege hier sehr gemütlich. Das Bett hat eine Länge, also in die Richtung Querlänge, von 1,96 Meter und an der breitesten Stelle 1,31 Meter und an der schmalsten Stelle ist es dann dementsprechend ein bisschen weniger. Das ist um 1 Meter und 10, glaube ich. Wir blenden euch das auf jeden Fall ein. Auf jeden Fall hinten haben wir noch diese zwei Fenster und zu den Seiten dementsprechend in dem Fall keine. Aber ich meine, es ist auch optional mitzubestellen, wenn man das denn haben möchte. Kommen wir noch zu der Garage. Wir haben das Gasfach mal wieder auf der linken Seite. Von hinten kommt man da ganz gut ran. Gut gelöst, zwei Gasflaschen drinne. Dadurch ist natürlich der Raum an sich, der Laderaum, sage ich mal, etwas kleiner, der sogenannte Keller. Wir haben hier noch ein Bett wiederum für den für die dritte Person, die vielleicht gegebenenfalls mal mitfährt, und natürlich die Polster dazu. Ansonsten lässt sich das Brett dort hinten wieder rausnehmen, so dass wir auch eine lange Durchladefläche haben oder Möglichkeit haben, durchzuladen. Das Fazit zu diesem, ja, Rotcamper R, ja, also ich finde es wirklich gut wieder verarbeitet, kann man nichts zu sagen. Der ist schön klein, also für eine einzelne Person ist es bestimmt mega gut. Der hat dann auch nicht das Problem, die einzelne Person mit der Küche und Bad gleichzeitig zu benutzen. Wenn man allerdings zu zweit unterwegs ist, für mich persönlich ist das Raumbad nichts, oder für uns persönlich ist das Raumbad nichts. Aber das ist auch immer Geschmackssache. Manche sagen auch, naja, ich mache mich ja eh erst fertig. Der andere geht vielleicht eine Runde laufen in der Zeit oder was auch immer. Und dann kommt man damit auch klar. Es ist halt rein organisatorische Sache. Wie will man den morgigen oder beziehungsweise wie läuft der morgendliche, die morgendliche Routine ab? Ja, auf jeden Fall ein tolles Fahrzeug und ja, ist empfehlenswert. Ja, das war's schon wieder von diesem Video. Wir haben euch den Pössl Road KR vorgestellt. Ist ein 540er. Die Breite, die Länge haben wir nie gesagt, aber aufgrund der Tatsache, dass wir immer vom kleinen Fahrzeug, und eigentlich sieht man das, dass es klein ist, wäre es gut, doch mal die Größe zu sagen. Das soll es auch dann schon wieder gewesen sein. Wir werden entweder links oder rechts weitere Videos euch vorstellen, denn wir haben ja einige Pössls heute gedreht und euch dann vorgestellt. Und ja, wenn ihr mehr erfahren wollt, dann abonniert doch einfach unseren Kanal und dann sehen wir schon uns bald wieder bei einer neuen Folge von Freizeitcamper. Ciao, ciao!